Der Mann, der unser neues Leben finanziert, wird bei Klavierklängen weich. Oh. Du hast ihn endgültig an Land gezogen, Bernie. Alles klar. Das ist jetzt nicht das, was man Geschwisterliebe nennt, aber gut. Ich sage dir, was ich mache. Ich gebe dir 40% der Anteile statt einem Drittel. Aber ich will Johannes und das Geld innerhalb von 4 Tagen hier haben. Das ist mein Angebot. Johannes, aber Baden-Baden, das sind ja immer gleich 2 Tage und Sandra im Abitur und so und Krankenhäuser sind einfach schrecklich, wenn man allein ist. Es war gar keine so schlechte Zeit. Irgendwann hat es mir sogar gefallen. Richtig gefallen. Und ich dachte die ganze Zeit, du hast Schmerzen. Ich habe mir hier die größten Sorgen gemacht. Dabei hast du bloß keine Lust gehabt, heimzukommen. Ich hatte Schmerzen. Aber ich hatte auch Zeit, über uns nachzudenken. Du setzt 1,3 Millionen ein und kriegst 8 Millionen raus. 8 Millionen, Johannes? Konservativ geschätzt. Ja, das habe ich gehört. Und es ist sogar realistisch. Der russische Markt ist groß. Sieht so aus, Ben, als hätte dein Vater recht gehabt. Ich höre ihn noch, wie er am Tisch zu euch sagt: Jungs, ich mache die Tausender, ihr macht mal Millionen. Leben. Johannes! Pläne machen Mist, übermorgen nicht, nicht selbst oder andere. Wenn es dir wieder besser geht, könnten wir beide dann nicht fort von hier? Ich meine, wir beide allein. In 22 Jahren war ich keinen einzigen Tag glücklich. Ja, okay, mal so ein bisschen. Ja, da mal 10 Minuten, da mal eine halbe Stunde. Aber keinen einzigen, kompletten, verfickten Scheißtag!